Ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu unserer Sendung Montagsansichten. Und zwar quer durch Europa. Und kaum war man zu Hause, dann ging's auch schon wieder los. Sturm aufs Rathaus war in Zweibrücken angesagt. Gleich zu Beginn des Jahres stürmen die Narren das Rathaus, versuchen den Schlüssel der Verwaltung in die Hand zu nehmen und machen das Ganze bis zu Fasching selbst. Der Verein Gemeinsam Handel in Zweibrücken unterstützt das Ganze in der Fußgängerzone. Doch was hat die Chefin dazu zu sagen? Ich bin die Obernährin von Zweibrücken, genau. Und uns langt's jetzt. Wir stürmen jetzt das Rathaus, nehmen dem OB, dem Neue, die Herrschaft ab, dass er mal gleich sieht, wo es längs geht. Da wird er uns mal kennenlernen und bis Aschermittwoch hat der nichts zu sagen. Da sieht man aber mal, welche Narren das besser sind, ne? Das stimmt. Und Sie selbst sind wer? Ich bin die Heike Försch, die Präsidentin vom Karnevalverein Zweibrücken. Wir stürmen jetzt, was es Zeich halt. Dann viel Glück. Dankeschön. Jetzt stürmen Sie gerade das Rathaus mal mit. Der neue OB als Imperator, siegesgewiss, die Verwaltung versucht, das Ganze zu verteidigen. Aber es wird wohl nicht gelingen, wie jedes Jahr. Die Verwaltung muss die Schlüssel übergeben. Also, der Sturm geht los. So noch ein paar schöne Befehle. Der Eingang zum Rathaus ist erobert. Die Narren stürmen nun unaufhaltsam ins Rathaus, erobern den Rathaussaal und dann kommt Stimmung auf. Den OB oder den noch OB oder wie lange OB? Wie ist die Rechtslage? Ich bin der Imperator der Stadt Zweibrücken. Zumindest noch eine Weile. Die haben uns überrannt. Ich weiß nicht, wie lange ich die Stadt noch halten kann. Schauen wir mal. Das möchte ich. Schauen wir mal.